koronare Herzkrankheit, sagt ja der Name, ist eine Erkrankung der Herzkranzarterien, wo es zu einer Verkalkung dieser kommt. Dazu hat man verschiedene Möglichkeiten, die zu bekommen. Und zwar eine der wichtigsten ist ja das, was einem die Eltern auf dem Weg mitgeben. Das ist die Vererbung, letzten Endes die familiäre Prädisposition. Unter anderem kann man aber auch ein bisschen was selber dafür tun. Und zwar, indem man die Ernährung nicht richtig gestaltet, indem man sich wenig bewegt, indem man sich einseitig bei McDonald's ernährt zum Beispiel, aber nicht, dass man es komplett meidet, weil die Fette, die man zu sich nimmt, die braucht man ja auch. Die sind ja auch ein wichtiger Bestandteil der kompletten Ernährung des Menschen. Insofern nicht ganz drauf verzichten, aber etwas meiden und vielleicht ein bisschen mehr Salat dazu essen, ein bisschen mehr Bewegung und nach Möglichkeit hinterher keine Zigarette anzünden, weil die ist auch noch zusätzlich ein Risikofaktor, was dann dazu führt, dass man übergewichtig wird zusammen mit dem Essen und letzten Endes auch zu viel Ablagerung in den nicht nur Herzkranzarterien, sondern auch in den anderen Adern des Körpers zustande kommt, was dann später doch durchaus tödlich enden kann. Ja, festgestellt wird die koronare Herzkrankheit als erstes, indem man Symptome verspürt. Die Symptome sind ja letzten Endes Schmerzen in der Brust, manchmal auch Luftnot. Manche Leute haben ja auch nicht diese klassischen Schmerzen in der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm, wie bei einem Herzinfarkt. Manche haben einfach nur Unwohlsein im Bauch, komisches Gefühl. Die können sich gar nicht mehr so doll belasten. Die gehen ja kurze Wege, bleiben dann stehen. Manchmal kann man das ja auch verwechseln mit anderen Erkrankungen. Aber es kann durchaus ein Hinweis auf eine koronare Herzerkrankung sein. Und die kann man dann letzten Endes in verschiedenen diagnostischen Methoden dann feststellen, indem man zum Beispiel einen Herzinfarkt mit Blutkontrollen, sogenanntes Troponin wird dann kontrolliert, ausschließt. Letzten Endes kann man ein Belastungs-EKG machen, eine Stressechokardiographie. Und wenn diese Tests, diese sogenannten Prätests, einen sagen, dass da doch irgendwas sein könnte, kann man schließlich und letzten Endes auch eine Herzkranzgefäßdarstellung in einer Linksherzkatheteruntersuchung machen. Und da kann man letzten Endes entweder eine koronare Herzkrankheit bestätigen oder auch ausschließen. Der ältere Patient hatte eine Besonderheit, dass er überproportional häufig an einer Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung erleidet, denn mit einem zunehmenden Alter nehmen ja auch die Risikofaktoren zu, sprich der Körper baut sich um, die Patienten nehmen zu, der Fettstoffwechsel im Blut verändert sich, die Entzündungsparameter führen immer wieder zu Veränderungen in den Herz-Kranz-Gefäßen, im Körper generell, was eigentlich dazu führt, dass die Gefäße starrer werden, es kommt zu Ablagerungen und dadurch sind die gefährdet, dafür häufiger einen Herzinfarkt zu erleiden. Die haben aber nicht nur das Problem, sondern sie haben auch viele andere Probleme und nehmen auch viele Medikamente dazu. Es gibt viele Interaktionen bei den Medikamenten, die älteren Menschen sind schwächer, die bewegen sich nicht mehr so viel, die haben auch nicht die Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Manche sind sogar auch fast immobil und bedürfen einer sehr, sehr großen Unterstützung. Dafür kann man ja auch Abhilfe schaffen, indem man die konservativen Maßnahmen, sprich die medikamentöse Therapie, paart mit einer hervorragenden krankengymnastischen und physiotherapeutischen Unterstützung, die in der Regel in einer geriatrischen Abteilung bzw. in einer Akutgeriatrie bei akuten Problemen durchaus gewährleistet werden kann.